So, willkommen zurück zum szenischen Schwenk über zum Kristallturm, der so ein bisschen kaputt ist. Zumindest hat ihn irgendjemand übernommen. Sie wäre eigentlich dahinter Sterne? Ja. Aber es sind die andere Sterne, das sind die. Was greift mich denn jetzt an? Ach, die Spinnen leben wir, das ist ja schön. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir stehen gerade bei einem Tempel von Mephala und mit dabei ist Layton, der ebenfalls Graf ist, und zwar in diesem Fall von Mephala. Wir wollen mit ihr auch reden, weil wir bräuchten einen kleinen Hilfssturz bei der Öffnung des Kristallturms in einer anderen Ebene, weil auf dieser Ebene ist das Tor eh zu. Mit den irgendwas Kristallen. Hallo Layton. Wir müssen auch die gleichen Klamotten anhalten. Wenn ihr mich nach Arteum zurückbringen wollt, werde ich mich nicht wehren. Aber zunächst muss ich wissen, ob der Rest von Mephalas Gefolge sicher ist. Ich will nur von ihrem Schicksal erfahren. Dann überlasse ich mich eurer Gnade. Ja, ich habe gehört, du machst hier den Communicator. Das bin ich. Aber ich bin überrascht, dass ihr dabei mitmachen wollt. Wenn wir hineingelangen und Mephalas Schrein erreichen können, kann ich versuchen, Kontakt zu meiner Fürstin herzustellen. Ich höre schon wieder so viele Wenns und Abers. Das, und du glaubst, das noch tut er, ja. Das hatten wir eigentlich auch genau gleich bei Clavicus Wille schon. Nicht zwingend. Aber ihr glaubt offenkundig, dass das geschehen ist. Ich muss es jedoch mit eigenen Augen sehen. Jedenfalls kann es nicht schaden, sich Mephalas Schrein zu nähern. Ich mache mir nur etwas Sorgen, weil ich so lange brauchte, um diese Tür zu öffnen. Also sie ist jetzt offen. Warum macht er sich dabei Sorgen? Das ist eine große Steintür, die ist bestimmt ziemlich schwer. Es hätte eine einfache Angelegenheit sein sollen, bei der ich mich identifiziere und die Tür entriegele. Aber die Zauber haben mir widerstanden. Als ob ich meinen Rang als Mephalas Graf verloren hätte. Oder als ob jemand oder etwas die Verteidigung dieses Ortes stört. Na, ich nehme an, du wurdest entlassen. Ja, Theum? Ich habe Jahre auf dieser verdammenswerten Insel verbracht. Dachtet ihr wirklich, die Magie der Psijika könnte jemanden dort festhalten, der sich mit allen Eigenarten der Insel auskennt? Nach dem Tod des Ritenmeisters herrscht im gesamten Orden Chaos. Außer Baal weiß niemand, dass ich verschwunden bin. Es ist eigentlich überraschend, dass die Psijika kein Protokoll dafür haben oder Vorkehrungen, wenn irgendwie ein Gildenmeister stirbt, weil meine, die machen ja schon ab und zu mal gefährliche Experimente. Mit Zurückhaltung und Wissenssammeln ist ja schön und gut, aber das ist ja, da müsste doch überhaupt so wie öfter mal jemand sterben. Vielleicht nicht unbedingt der oberste Ritenmeister, aber bestimmt welche anderen Etagen. Wenn man schon mal ein Protokoll dafür schreibt, wenn irgendwie ein Gruppenleiter oder was anderes stirbt, dann kann man ja auch gleich das Protokoll für alle schreiben. Und, naja, so Nachfolgedingens und irgendwie die Organisation aufgeteilt. Ich meine, in dem Moment, in dem dein oberster Dekan irgendwas nicht mehr verfügbar ist, also das musst du ja irgendwie die Aufgaben verteilen. In der Industrie nennt man das den Busfaktor. Also wenn irgendwie deine wichtige, sagen wir, du Software ist ja nicht mal am einfachsten. Sag mal, du hast so wie eine Firma, du vertreibst irgendwelche komischen Mikrocomputer und du hast genau einen Programmierer, der die Software für das Ding schreibt. Dann hast du einen Busfaktor von 1. Weil wenn einer überfahren wird, dann ist irgendwie, dann ist scheiße. Sag mal, du hast 3 Programmierer, die sich irgendwie gegenseitig ausgleichen, dann hast du halt einen Busfaktor von 2. Jetzt könnte sich natürlich jeder der 3 Programmierer irgendwie was aufteilen, ein spezielles Gebiet haben, aber dann hättest du auf jeden Fall ein Protokoll dafür, dass wenn einer von denen aufteilt, aussteigt, oder aus irgendwelchen Gründen anders vom Bus überrollt wird, dass die anderen seine Arbeit übernehmen. Und ich meine, so ein Entscheider, wenn du jetzt so einen Genmeister hast, der macht ja eigentlich auch nicht so unendlich viel. Ich meine, er hat irgendwie sein eigenes Ding und dann wird er wahrscheinlich irgendwie nur administrative Fähigkeiten für alle anderen Bereiche machen. Das kann man ja aufteilen. Oder zumindest irgendwie Projekte auf Eis legen, und das ist auf jeden Fall schlechte Vorbereitung für eine Organisation, die mehrere hundert Jahre hat. Vor allem von Leuten, die urstalt sind. Na gut, die hat eine Fahle in Doktor in den Kristallturm und die Diamanten geschafft. So heißt das Ding übrigens. Was passiert, wenn einer schwarz fährt? Das ist eine gute Frage. Ich kann zugegebenermaßen nur raten. Aber ich schätze, dass jemand mit den Fähigkeiten einer dädrischen Fürstin im Besitz des Herzens des durchschaubaren Gesetzes genauso leicht in den Kristallturm spazieren könnte, wie ihr oder ich über die Schwelle eines Gasthauses. Na, das klingt aber nicht besonders schlüssig. Na gut, wieder haben wir auch schon einen Handel. Meine Fürstin handelt mit Geheimnissen und obskurem Wissen. Wenn jemand die Schlüssel zum Kristallturm aktivieren kann, dann sie. Das war unser ursprünglicher Plan, bevor ihr eingegriffen habt. Sobald ich die Diamanten von den Sapiarchen erhalten hätte, hätte ich sie zu Mephala bringen sollen. Na, klasse.
Das Ding ist, wenn es um Wissen geht, warum gehen wir dann zu Herrn Mios Mora? Der ist doch eigentlich mehr der Experte für Wissen und Zeug, dachte ich. Scheint, als hätte Gut, der ist an der ganzen Geschichte überhaupt nicht interessiert, aber mit einem guten Preis? Aber der möchte lieber Wissen haben. Eins halt durch diesen Gängen die Schritte von gelehrten und Zeremonarchen, von Angestellten des Kollegs, sich um die Ukma und die Archive der alten Zivilisation der langlebigen Hochelfen kümmerten. Doch diese Tage schon lange vorüber. Na toll. Der Busfaktor sieht noch vor, dass Leute überrollt werden von dem Bus. Schwarzfahren ist nicht mit einbegriffen. Aber vielleicht kann man da was arrangieren, dass die Leute irgendwie Zugaben von der Firma kriegen. Auf jeden Fall hat anscheinend der Psychic-Kolleg einen Busfaktor von 0. Sehe ich hier. Da muss ja nicht mehr jemand sterben. Chaos ist ja anscheinend Standard. Das Wort Busfaktor ist übrigens auch so ein bisschen... Ich weiß nicht. Galgenhumor? Wie konnte das passieren? Meine Leute sollten hinter diesen Mauern sicher sein. Nocturnal schaltet die Sekten der anderen Fürsten aus. Seid ihr überrascht, dass sie sich gegen ehemalige Verbündete... Ich habe die meisten Leute selbst angeworben. Ich war für sie verantwortlich. Wo hat der eigentlich schon wieder einen Zauberstab her? Ich meine, das ist so eine Logistik, die man selten betrachtet, aber... Geht voran und findet den Schrein. Ich bleibe bei Layton, bis er weitergehen kann. Ich meine, das ist so eine kleine logistische Frage. Was ist das denn hier? Das ist ein kleines, leuchtendes Dingenspferd. Ich meine, das ist... Sag mal, du brichst aus. Machst du nochmal einen kleinen Trip zur Waffenkammer und holst deinen Stab? Weil der sieht halt sehr passend zu deinem Equipment aus. Oder hat er jetzt einen anderen? Das wird halt sowieso nicht beachtet. Ich weiß, dass ihr meine Leute als wenig mehr als irre Kultisten betrachtet. Aber sie haben dieses Schicksal nicht verdient. Das heißt, ihr irre Kultisten. Das ist halt, wie bei allen Kultisten, betrachtet sie nicht direkt als irre, sondern mehr so als verwirrt. Obwohl es natürlich oder wahrscheinlich eher egoistisch, weil das ist ja, die versuchen sich ja einen eigenen Vorteil daraus auszuholen. Dieses ganze Kultist-Sein übrigens muss, ist eine echte Verzweiflungstat, ne? Weil das ist ja, gerade bei Leuten, die regelmäßig irgendwie Opfer betreiben oder halt irgendwie Leute doch für zeremonielle Zwecke hinrichten, ist halt irgendwie ein bisschen doof. Weil du ja nie weißt, ob du als Kultist vielleicht entweder von jemand anders abgesägt wirst, der weiter aufsteigen möchte. Oder ob du nicht selber irgendwie auf dem Opfertisch auf sich landest. Also, das kann ja zwei Gründe. Jemand. Wow. Seil zum Fluss. Interessant. Oh, hier ist ein großes Loch in der. Nicht in der Decke, aber im Boden. Es schmerzt mich, dass es so enden musste. Aber meine Herrin wird ihren Willen bekommen. Schlechterin! Wie könnt ihr es wagen, so zu tun, als ob euch die Opfer am Herzen liegen? Alles, was ich tat, stand im Dienste von Nocturnals großem Plan. Layton, sie hat meinen Dämmerbrecher. Kann sie ihn bitte zurückgeben? Schmeißt ihn jetzt runter. Okay, unten ist also Wasser und der Boden leicht aufgeworfen. Das ist ja schön. Achso, das ist wahrscheinlich das Salz im Fluss, was wir jetzt wieder hochbringen würden, falls ich hier runterfalle. Das Ding ist, ich wollte mich gerade noch fragen, wie eigentlich Nocturna mit als eins. Also, ich meine, das ist ja trotzdem nur ein Dedra und die anderen Dedra, die gehen wir davon aus, dass die alle die mehr oder weniger die gleiche Stärke haben, von Personal her. Und wie soll denn bitte schon einer da das. Die anderen überwältigen. Aber gut, wie er ist natürlich eine geübte Attentäterin, nicht wahr? Lohnt sich das Spiel noch zu kaufen? Die Frage höre ich öfter. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also, da musst du mir erstmal Lohn definieren, was du vorhast. Wenn du wie MMO spielen willst, gibt da anscheinend so ein bisschen aktive Komponente. Ansonsten gibt es ein paar schöne Storys. Das verteilt sich halt so ein bisschen zeitaufwendig. Das kann, also wahrscheinlich könnte man eh so am besten so nebenher spielen. Und wie, man muss halt, das ist halt kein Witcher, ne? Du musst halt die Story so ein bisschen raussaugen und halt so ein bisschen nachdenken. Aber du kannst halt nicht ganz so geistig wie Skyrim zum Beispiel spielen. Und das ist halt, man merkt immer, dass es ein MMO ist. Dass das in einigen Erzählgeschichten, das merkt man das irgendwie so ein bisschen. Das ist halt ein bisschen klobig, spielt sich das ganze Spiel. Vorhin hatte ich darüber gesprochen, dass es für alle Leute nachts ist, obwohl es eigentlich ein bisschen doof ist. Ich hasse die Nacht. Man kann halt nicht irgendwie warten oder bestimmte NPCs. Das ist nicht besonders immersiv. Aber es gibt schon ein paar interessante Geschichten. Wenn man sich halt das Universum schon kennt, dann ist es halt irgendwie ganz cool, aber... Naja, es geht so. Und für wie aktiv der MMO-Part ist, weiß ich gar nicht. Aber zumindest Sandra guckt ja ab und zu vorbei und die spielt es anscheinend immer noch aktiv. Insofern kann es gar nicht so schlimm sein. Wir reden jetzt auch zusammen mit Layton. Hallo, Layton. Ich habe Nocturnals Gräfin nie getraut. Eine Dunkelelfin im Hof des Aufruhrs? Sowas war bisher undenkbar. Ihre Dolche sind so gefährlich wie ihre Launen. Daher müssen wir hier mit Bedacht vorgehen. Ach, no shit, Sherlock. Ja, ich kenne Wea durch Zufall persönlich. Also, das ist...
Denkst du an den PvP-Part? Da kann ich dir leider überhaupt nichts zu sagen. Falls, falls du warten möchtest und Sandra heute noch auftaucht, dann kannst du die fragen. Die könnte dir bestimmt mehr erzählen. Ich habe bis jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde PvP gespielt, wo ich kurz durch die Mitte der Kaiserstadt gelaufen bin, weil ich bis zur Stadt wollte und aber Quests gemacht habe, die nicht so spannend waren. Gut, Vorschläge? Nocturnals Champion ist rücksichtslos und leicht zu verärgern. Das können wir ausnutzen. Vielleicht macht sie einen Fehler und offenbart, was hier vor sich geht. Es liegt ein Hauch von Magie in der Luft, bei dem es mir eiskalt den Rücken herunterläuft. Ich brauche mehr Informationen zu dieser Aussage. Nocturnals Magie ist hier am Werk. Seht ihr, wie die Yagra sich in Kreaturen aus Schatten verwandelt haben? Wir müssen Nocturnals Gräfin folgen, ihr nachsetzen, sie so wütend machen, dass sie uns alles verrät. Hoffentlich wird einer von uns lange genug leben, um dieses Wissen zu nutzen. Na, dann versuchen wir das mal. Champion Nocturnals! Was ist das für Magie? So etwas habe ich noch nie gesehen! Das war immer der Plan. Nocturnals Plan. Also hat Nocturnal meine Herren verraten! Eure Herrin ist schwach. Kommt mit mir und ich zeige euch, wie wahre Macht aussieht. Nathan, nein! Wir können sie nicht davonkommen lassen! Warum können denn immer alle Teleport? Das ist, habe ich schon öfter gesagt. Natürlich hat das jemand kommentiert. Und ich finde das auch sehr frech, dass alle Leute Teleport können. Na gut, Darin, dann machen wir hier die Tür auf, wenn es geht. Ich will Layton ja trauen, aber selbst ich muss zugeben, dass das nicht sehr gut aussieht. Versuchen wir, sie einzuholen, bevor noch etwas Schrecklicheres hier unten passiert. Ich finde den Gedanken schrecklich, dass ich Layton freigelassen habe, nur damit er uns umgehend verraten kann. Ja gut, der gute Mann ist natürlich ein Opportunist, ne? Ich meine, warum wird man sonst den Okkultist, wenn man sich nie wie Wachter hofft? Dämmerstreifer? Achso, das sind jetzt andere Yagra. Müssen wir gegen diese Yagra umhin kämpfen? Die sehen irgendwie stärker aus als sonst. Ich weiß nicht, ob ich Dämmerspeier? Ich meine, das sind die normalen Yagra wie vorher, nur halt irgendwie halbdurchsichtig und finsterer. Also lila Finster halt. Ja gut, dann denken wir, wir wollen ja nicht vorbeikommen, um ihn zu bekämpfen. Na gut, dann... Digga, hat den Dämmerbrecher nicht mehr. Aber trotzdem hat er gerade irgendwie so Magie gemacht, die sehr aussieht wie Dämmerbrecher-Dings. Ich meine, was kann Darin ohne Dämmerbrecher? Scheiße, ich wurde entdeckt. Ja gut, dann, Ich kämpfe mal doch an dir vorbei. Ne? Die sind ja nicht stärker. Das ist übrigens das nächste Ding, was mich so ein bisschen stört, offenbar vom PvP, der PvE... dass alle Gegner genau gleich stark sind. Ich meine, die haben ja nicht immer großartig unterschiedliche Attacken, weil die sehen halt irgendwie anders aus, aber an sich ist, da ich, dass ich halt immer Level 50 bin, weil ich die Ewigkeiten ausgelevelt habe, sind halt alle Gegner für mich mehr oder weniger gleich stark. Also die Tiefe, die die Gegner designt sind in ihrer Art, weil sie kämpfen, ist halt immer gleich. Die rennen ran, gibt ein paar Fernkämpfer und das war's. Das ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie die, keine Ahnung, die Seebanditen oder die, sagen wir, die Meereselfen von irgendwelchen Banditen unterscheiden kannst. Also die agieren halt auch immer alle sehr, sehr, sehr gleich. Komm ich hier durch? Scheint man nicht. Schade. Und das ist natürlich irgendwie nicht so toll. Deswegen versuche ich übrigens die Kämpfe gegen NPCs eigentlich so größtenteils zu ignorieren. Das macht dann einfach nicht besonders viel Spaß. Ich hau heute immer das gleiche raus. Dadurch, dass ich auch nur so 5 Skills habe, kann ich ja auch genauso durchrennen, die Dots um den Boden hauen und weiterrennen. Bleib zurück! Ja, ja. Funktioniert ja auch offensichtlich sehr gut. Ah ja, jetzt. Weil ich gerade sagen wollte, es funktioniert halt offensichtlich sehr gut. Scheiße. Deswegen ist ja nicht so, dass ich irgendwie großartig Veranlassung habe, meine Pläne anders zu gestalten. Das, was ich tue, funktioniert gut und sehr gut und das ist das... Ja, ich wurde von Sandra gut ausgerüstet. Mein Equipment ist ja auch leider sehr, sehr... Also das hatte ich aber schon öfter, das sind... Das hat mich auch in Guild Wars gestört, dass prinzipiell dein Equipment eigentlich komplett groß war. Also das hat halt nicht viel drin geändert. Auf der anderen Seite ist, es hat überhaupt keinen Sinn in irgendwelchen MMOs oder Spielen,
Equipment irgendwie anders zu machen, weil das divergiert sowieso alles zum Optimum. Und das Zeug hat eigentlich schon fast so viele Eigenschaften. Sie hat Diablo, das ist, da gibt es ja auch zigtausend Sets, die irgendwie interessante Eigenschaften haben, aber du hast halt nie irgendwie. Es ist halt sehr schwer, irgendwie Diversität zu erhalten in einem System, das halt sehr, sehr, sehr viele Iterationen durchläuft. Wenn man. Als Beispiel könnte man zum Beispiel nennen, wenn man. Magic Arena ist neulich released. Das ist ein Kartenspiel. Das spielt Magic the Gathering in Standard und ein bisschen Drachenmarken. Jetzt ist es so, dass so eine Spiele am Anfang, ich erinnere mich zur Schulzeit, wie ich Magic gespielt habe. Und damals hatten wir halt alle wild durcheinander gewürfelte Decks, weil wir halt einfach nicht die meisten Karten hatten. Aber wenn ich heutzutage spiele, also wenn ich dann doch mal zum Spielen komme, spiele ich Modern. Das ist ein Format davon. Und das ist halt ein Format, das ziemlich viele Karten enthält und das ist halt sehr hoch optimiert. Und wenn du da nicht genau ein Deck hast, was aus relativ stringenten Richtlinien befolgt, da kannst du halt einfach keine suboptimalen Karten spielen. Weil jede suboptimale Karte senkt halt dein Erfolg gewaltig. Und das heißt, es gibt zwar nicht das beste Deck, obwohl wenn es genug Iterationen gibt, vielleicht auch das, aber das System ist ein bisschen, es ist deterministisch, aber sehr, 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 sehr schwierig. Man kann es nicht einfach durchsimulieren, bis man das perfekte Deck hat. Und vor allen Dingen gibt es da ein paar mehr Dimensionen, in denen man irgendwie gut definieren könnte. Aber in so einem MMO kann man das sehr gut durchdefinieren. Man hat ja die meisten Zahlen vor sich. Dann divergiert das halt relativ schnell zu dem Deck. Ich kann übrigens Gifte meine Waffen lospacken. Das sehe ich übrigens gerade zum ersten Mal. Ich habe doch hier zigtausend Gift bei, oder? Ich kann das Gift jetzt einfach verbrauchen, oder was? Na gut, dann reden wir mal mit Layton. Also diese Magie, sie zerstört alles. Was nützt denn Macht, wenn es nichts mehr zu beherrschen gibt? Genau das wollte der Hof die ganze Zeit. Ein Ende der alten Wege. Einen neuen Anfang. Der Tod Unschuldiger geht für mich zu weit. Oh. Lass ihn los. Schweigt, Ritter. Oder ich lasse euch von der Klinge kosten, die ihr einst geführt habt. Ich möchte jetzt mit eurer Freundin sprechen. Hey, darf ich vorher diese Kugel da kaputt hauen? Jetzt müssen wir den Starter verwandeln, ob er jetzt tot ist. Es tut mir leid, dass es dazu kommen musste. Aber nichts kann die Magie der Perlen jetzt noch aufhalten. Meine Herrin bietet eine kleine Gnade. Erlaubt ihr, ihr Werk zu vollenden und sie gestaltet den Tod der Psychiker schnell und schmerzlos. Aber wenn ihr euch einmischt, so werdet ihr leiden, bevor ihr sterbt. Und was machst du mit dieser Kluftperle? Die Schmuckstücke der Seekrecken? Für meine Herrin war es ein leichtes, die Magie zu verändern, ihre Fähigkeit zu nutzen, Lebensenergie zu entziehen und in den Kristallturm umzuleiten. Letztlich wird eure eigene Welt die Macht zur Verfügung stellen, die ihren Untergang besiegelt. Hast du wirklich so viel Zorn, Wea? Hört auf, mich so zu nennen. Wea starb auf einem kalten, harten Boden in Balmora. Jetzt bin ich Tundilven, Champion Nocturnals. Während sich der Kristallturm mit der Macht füllt, die aus dieser sterbenden Welt entzogen wird, wird er meine Herren mit dem versorgen, was sie benötigt, um die Realität neu zu erschaffen. Warum der Verrat an die anderen Fürsten, wenn das eh der Plan war? Mephala und Clavicus Vile sind im Vergleich zu meiner Herrin Grünschnäbel. Nocturnal existierte, noch bevor man sich diese Realität auch nur vorgestellt hat. Und sie wird deren Zerstörung als Weg in die nächste nutzen. Das hier ist kein Ende. Es ist ein Neubeginn. Eben, da steht halt immer noch Wea. Ich hätte schon, vor allem, wenn ich den Namen Tundilven eh total dumm finden, aber gut. Ja, ich werde euch aufhalten. Viel Glück damit. Jetzt aus dem Weg. Oder der Tod wird euer geringstes Problem darstellen. Leiten Sie wieder nochmal aus. Darf ich diese Kluftperle jetzt kaputt hauen? Na, wir drehen mal mit Leiten. In der nächsten Ausgabe. Macht's gut, bis dann. Ciao.